So, also guck dir mal schon das Bild an von diesem Video. So ist das ganz gut. Das wird wahrscheinlich das erste Video sein, das wir hochladen. Also, das ist eine ganz bittere neue Erkenntnis. Deshalb geht es um das Körperliche. Die Menschen werden zugeschaut, ob man nicht ist. Selbst ich würde mir das zutrauen, jedem über den Fernsehen alles zu sagen. Nicht alle im Ostblock einfach so Fernsehen zu gucken, mit Kabelanschluss und so. Aber selbstverständlich sind sie nicht so richtig. Haben sie so ähnliche Probleme wie wir? Nur ein bisschen geringer kann sein, dass man sie genauso behandelt. Dass man sich dafür lernt. Das ist kein Problem. Dass man sie dann über UKW-Radio irgendwas erzählt oder auch so, ne? Was wir alle schon gesagt haben. Und das war für sie auch im ganzen Ostblock. Aber auch die DDR-Bürger und so empfehle ich sofort, und wenn das irgendwelche aus dem Ostblock hören, junge Menschen und so, dass man sofort weiter sagt, kein Fernseh gucken über Kabelanschluss. Terroristische Antenne ist noch ziemlich einfach, da braucht man dann auch bloß einen Sender hinstellen. Und das ist alles kein Stress, weil die Elektronik so billig geworden ist. Ne? So, aber Satellitenschüssel ist schon ziemlich sicher, wenn sie nicht so eine Probleme haben wie wir. Also wenn sie dann über Satelliten gucken, ist ziemlich sicher. Nächste Problem, keine Sender starke gucken denn von der Russen. Das ist anders, ne? Da ist alles drin. Das haben sie wirklich voll über ihre Sender so ausgestrahlt. Entschuldigung. Ach, langsam bin ich auch ein bisschen enttäuscht, ne? Dass das andere Geheimdienst nicht so mitgekriegt haben. Da bin ich auch ein bisschen ganz schön enttäuscht. Und ich, Nadi. Es liegt total auf der Hand, weil jetzt verstehe ich das. Weil die DDR-Bürger beispielsweise waren ja auf der Straße und dann waren sie mit mir gleich wieder weg und wurden total beruhigt. Ne? Und nicht. Und danach passierte gar nichts mehr. Weil dann haben sie erstmal richtig losgelegt. Regelsführer erstmal angegriffen, erledigt. Die sind wahrscheinlich schon alle tot. Und alles andere, was da noch was zu sagen hatte, immer schön beruhigt. Immer schön gemacht. Ich erinnere auch, Merkel hat sich dann auch noch eingesetzt, dass man dann auch schnell eine Entschädigung kriegt, ne? Für die DDR-Diktatur oder so. Ne? So, die wird es ja auch so stehen. Die haben wir auch schon mal angesagt. Also, das war das Erste, was sie gemacht haben. Also, Mund tot machen und damit sie stillhalten und dann mit so ein bisschen Geld abgefunden werden. Das kostet der Merkel ja nicht. Ne? Merkel spielt ja den Chef und gibt das Geld der Westdeutschen aus, weil der Osten gilt immer noch nichts. Das wollte ich nochmal, ja, das muss aber als erstes suchen. Ne? Also möchte ich nochmal genau erklären. Also ganz genau kann ich nicht sagen, ich habe darüber keine Literatur und so, aber sie sehen fern, also sie schauen fern, also sie sehen Fernsehen, ja, dankeschön. Und da zwischendurch, also Fernsehen, das ist ja, sind ja lauter Zeilen, die aufgebaut werden und im Prinzip lauter Bilder. So müsste es heute auch noch so sein, ne? Auch mit dem Digitalen. Weiß nicht genau, kann, aber jedenfalls so ähnlich. So, und da kriegen sie dann einfach andere Bilder zwischen, die sie nicht richtig erkennen. Die das Auge erkennt und das Hirn nimmt sie auch. Sie können diese Bilder nicht sehen, auch wenn sie es wissen. Können sie es nicht sehen. So ist das leider mit dem Menschlichen. Also das ist so, dass das Hirn immer einen kleinen Vorteil hat, ne? Also ich bin ja auch Neurologe, dass das Hirn eigentlich schon ein bisschen weiterentwickelt ist für die Sinnesorgane, die das Hirn im Moment zur Verfügung hat, um mit der Umwelt zurechtzukommen, wo man das so salopp auszudrücken, was eigentlich auch normal ist. Das Hirn muss ja so ein bisschen mehr können, damit der Mensch und der Körper sich auch besser entwickelt, beziehungsweise die Sinnesorgane und so. So, und das wird da im Prinzip ausgenutzt. Wenn ich das so richtig sage. Oder? Ja. So, und dann, wir haben beispielsweise hauptsächlich Zahlen gekriegt, aber natürlich auch Worte oder irgendwelche Bilder. Und was weiß ich, mit Sicherheit ist auch ganze Texte. Nach und nach. Das wird dann immer nur eingeblendet. Und dafür hat man ja auch gewarnt. Ne? Also, das kam ja erstmal, glaube ich, habe ich das erste Mal das auch über, das sage ich ruhig nochmal, Westkette gehört. Dass man so natürlich in der Werbebranche ganz einfach die Kunden überzeugen kann. Und dass man da auch Tests gemacht hat. Man hat das dann eingeblendet und der Kunde hat es dann im Supermarkt gekauft.
beziehungsweise Einkaufsmarken, das wollte ich nennen. Sind ja schon ein bisschen älter. So ähnlich müssen Sie sich das vorstellen. Also das andere wird alles geheim sein, aber dann schauen Sie danach. Oder fragen Sie dann, wenn Sie da Bekannte haben, die wussten das auch so. Was eine Werbeveranstaltung. So, und das ist natürlich ein ganz schönes, starkes Stück. Das bedeutet, Sie dürfen Ihre Heimatsender nicht gucken. Da kann es auch über Satellit und so überall ausgestrahlt werden. Genau. Müsste möglich sein. Bin ich überzeugt. So beeinflusst man sich sonst auch vom Ausland aus, weil Sie darauf angewiesen sind, sowas zu schauen. So, und beste Argument habe ich auch gesagt, dass man mal die ganzen Westantennen von den Dächern mussten. Weil man hat gemerkt, DDR-Bürger werden rebellischer. War denn, ach, 68er, ne? Gab es auch 68er-Bewegungen? In der DDR bestimmt, ne? Das wurde ihnen zu heiß. Und dann haben sie gemerkt, dass man immer mehr Westfernsehen geguckt hat, Nadine. Das kann sein, dass es die Schlussfolgerung aus 68er-Bewegung war. Dass sie da eindeutig sagen mussten, es geht jetzt nicht mehr anders. Wir müssen jetzt zusehen, dass die DDR-Bürger noch Westfernsehen gucken können, aber über unsere Kopfstationen und so. Ne? Und über irgendwas anderes. Ne? Oder nicht? Das ist wichtig, dass Sie das nochmal verstanden haben. Ich bin da technisch nicht so auf der Höhe, ne? Käme jetzt mit aus mit Satelliten oder so. Das soll halt gar kein Problem sein. Ich habe da schon mal in Werbebildern gesehen oder so. Kann natürlich auch sein, dass es auch Bilder vom KGB waren. Das war Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und da hat man Satelliten oben gezeigt, die um die Erde waren und die dann angeblich die Menschen beeinflussen können. Das ist noch nicht wahr, man muss das erst mal empfangen. Aber es ist fast wahr, wenn man eine Empfangsstation hat. Damals hat das mir gelacht. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Das weiß ich nicht. Du kannst dich an sowas nicht erinnern, ne? Nee, nee. Ja, das möchte ich auch nochmal sagen, das ist ja ganz gefährlich. Aber doch schön, dass wir das wissen, oder nicht? Schön, dass wir das herausbekommen haben. Dann möchte ich auch welche bitten, die das hören, dass sie das auch ihren Landsmännern und Landsleuten sagen, die unsere Sprache nicht sprechen, Nadine. Aber das ist ein ganzes heißes Ding. So, und das brauchen sie bloß ausprobieren, ne? Weil sie sind ja nicht so für Fernsehen und gucken dann einfach andere Sender von freien Ländern. Und dann werden sie das mitbekommen. Ob sie sich einfach ändern. Das müsste ziemlich schnell bei ihnen gehen. Da wird sich wahrscheinlich dann radikal ihre Denkweise ändern. Da brauchen sie keinen Schreck kriegen. Dann sind sie nicht psychisch gestört, dann sind sie wieder sie selbst. Ne? Wir haben es ein paar Mal erlebt. Deshalb dürfen wir kein Fernsehen mehr gucken. Ich habe ja alles durchgetestet und so. Nee, nee, das geht direkt rein in die Schüssel bei uns, nichts anderes. Wir haben immer alles probiert und sind immer wieder drauf reingefallen und dann sind wir dann auch gezwungen, ne? Dass wir das wieder sehen sollen, aber ja, dann können sie wieder richtig frei denken, ohne dass da irgendwie noch einer ist, der sie versucht zu beeinflussen, kann man ruhig so sagen. Ne? Genau. Das war deswegen ja nicht blöd und muss mich nicht zum Psychiater. Man muss nur wissen, dass man beeinflusst wird. So, ich möchte sagen, Radio ist das allerbeste. Natürlich auch Live-Videos machen das und so. Sie dürfen, wir machen es ja auch nochmal so. Wir haben dann so ein paar Videos und so und hoffen, dass unser Videorekorder noch ein bisschen durchhält. Und wir gucken kein Fernsehen, keine Nachrichten, nichts. Und selbst über Nachrichten, wenn wir sie mal hören, über Gesundheit, über UKW geht es noch immer weiter. Ja, das kommt alles raus, weil kalt ist uns hier nicht. Also Sie sehen, ich bin immer noch im Hemd, ne? Super schönen Drogenentzug und es ist richtig warm gegenüber in unserer Wohnung, ne? Es ist richtig erholsam warm. Erinnert auch nochmal dieser Windschill-Effekt, den man dann hat, ne? Da ständig in der Wohnung zieht, weil wir haben ja Druck. Also, wie ein bisschen Wind aufkommt, das ist dann natürlich schon gefühlte 5 bis 10 Grad kälter.
Also haben wir jetzt schon Temperaturen um 0 Grad. Ja? Das ist ja dann auch einfach da. Der menschliche Körper ist so empfindet und so mehr. So, wir sind jetzt weggekommen, also. Ja, das ist ganz schön hart. Das wird das erste Video sein, was oben ist. Kann ein bisschen was falsch gesagt haben, aber die Richtung stimmt erstmal. Ja. Weil, hab mich gar nicht mehr beschäftigt damit. Wir haben andere Sorgen. Ich habe keine Bücher, wo ich das nachschauen kann. Und man hat ja unsere Hirne ganz schön kaputt gemacht. Ja, so ist es einfach. Da lässt sich aber was gegen machen. Also ich denke im Moment gleich daran an Filtern, die das eigentlich erkennen müssten. Computertechnik ist soweit. Kleine Geräte mit Filtern, die man sich dann auch selbst bauen kann. Ne? Also erstmal so ein Frequenzspektrometer, dass man erstmal sieht, was man da alles reingesendet kriegt. Man braucht sich das ja nicht mehr angucken. Man muss ja nur die ganzen Frequenzen messen. Da müsste man rauskriegen, dass da eine falsche Frequenz ist und die sperrt man einfach. Dann werden die anderen versuchen, diese Frequenz zu wechseln. Das sollte auch kein Problem sein, dass man das dann auch anpasst. Dass es dann auch variiert und dementsprechend dann wechselt. Also ich glaube, da gibt es richtige Möglichkeiten, das ganz, ganz schnell hinzubekommen. Wenn man die richtigen Geräte hat. Das wäre es. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Aber das ist wohl die allerwichtigste Erkenntnis heute. Ja.